next talk is going to be by Jiska, who's working at the University in Darmstadt as a PhD student and mainly working. The next talk is from Jiska. Er ist Doktorand an der Universität von Darmstadt. Embroidery machines, difficult word, and past CCC game shows. But today she's talking about building and breaking. Sie redet über Building und Breaking Wireless. Also ja, sie redet über Building und Breaking Wireless Security, was etwa so viel heißt wie Aufbau und Brechen von drahtloser Sicherheit. Auch wir von der Übersetzungskabine möchten euch hier begrüßen. So, ich habe 5 Teile. Zuerst zeige ich euch etwas Hardware, dann etwas über kabellose Kanäle. Das ist ziemlich über physikalische Dinge. Und diesen Hintergrund brauchen wir, um Wireless-Sicherheit zu analysieren und so weiter. Und dann, ja, zuerst die Hardware. Vor langer Zeit war das die einzige Möglichkeit, was ich euch heute zeigen werde, war sehr teure Hardware zu haben, wie Spektrumanalysatoren und Oszilloskope. Das Problem ist, dass diese meistens zu teuer sind für Privatpersonen und so müsst ihr das an einer Universität oder so machen. Aber viele von euch haben Camp den Radio Badge erhalten. So, jetzt gibt es halt, oder es gibt das HackRF. Und also diese Software-Defined Radios und die haben halt eine Sample-Rate von 20 Megabits pro Sekunde. Das heißt, ihr könnt damit Wi-Fi senden und empfangen. Ihr könnt, also das HackRF könnt ihr auch kaufen und kostet etwa 200 Euro. Das mag für einige von euch noch etwas teurer sein. Und eine billigere Option ist DVB-T-Sticks, mit denen man auch coole Sachen machen kann. Die sind dann in einem Frequenzbereich, wo ihr zum Beispiel Autoschlüssel oder Busfunk und so weiter, oder GSM-Empfangen und entschlüsseln könnt. Und mit dem Raspberry Pi könnt ihr das zum Beispiel... Ah, es gibt einen Hack für den Raspberry Pi, wo man einen GPIO-Pin mit einer Antenne verbindet und dann könnt ihr da auch etwas Schönes damit senden. Das ist allerdings dann nicht so ein sauberes Signal. Also es ist lustig zum mal schnell machen, aber nicht so sauber wie ein richtiger SSDR. Ja, wie viele von euch haben denn so eine Hardware in dem Stil? Coole Sache. Jetzt rede ich über den drahtlosen Kanal, also das Konzept von drahtlosen Kanälen. Ein drahtloser Kanal ist, könnt ihr folgendermaßen vorstellen, Alice übertragt eine Sinuswelle zum Empfänger, zu Charlie oder Bob oder wem auch immer. Und je weiter sich das Signal bewegt, desto schwächer wird es. Und über Distanz wird es nicht nur schwächer, sondern es gibt auch eine Phasenverschiebung. Also die Amplitude und die Phase verändert sich, das Signal wird halt schlechter. Die nächste Sache, es gibt Effekte, die unterwegs passieren könnten. Zum Beispiel können die Strahlen absorbiert werden oder reflektiert, sie an Wänden zum Beispiel. Oder ja, dann könnt ihr zum Beispiel, also sagen wir, eure Welle verbreitet sich über zwei verschiedene Pfade zum Empfänger, dann ist es möglich, dass sie halt leicht verschoben ankommen und dann habt ihr halt zuerst eine gute Kopie vom ersten und dann eine etwas schwächere Kopie von dem reflektierten Signal, das etwas länger hatte zum Beispiel. Und ja, was ihr auch noch haben könnt, also so, ja, diesen Kanal müsst ihr halt quasi ausmessen. Das ist dann eine Impulsantwort und Frequenzantwort, die man messen kann für einen kabellosen Kanal. Das müsst ihr einmal ausmessen und dann habt ihr eine Charakterisierung dieses Kanals, wie das über die verschiedenen Pfade geht. Was noch erschwerend dazu kommt, ist, wenn sich Sender und Empfänger verschieben, und zwar immer wieder verschieben. Also stell dir vor, dass
die Sinuswelle wird dann auf eine Seite quasi größer und auf die andere kleiner, wie in dem Bild. Und das sind halt alles Pfadeffekte, die man messen kann. Ja, jetzt haben wir all diese Messungen und wie können wir diese nun benutzen, um drahtlose Sicherheit zu brechen? Typischerweise ist Netzwerk-Security folgendermaßen. Ihr habt ein höheres Layer unter Kryptographie und auf dem oberen Layer habt ihr zum Beispiel TLS und so weiter. Da habt ihr ein paar Bits dann als Ausgabe. Und diese Bits werden dann einfach weiter umgewandelt in eine Wellenform und diese Wellenform, die verlässt dann die Antenne und damit hat es sich. Also die Kryptographie hat ein großes Problem und wenn jemand halt zuhört, wenn jemand jetzt zum Beispiel jemand eure verschlüsselte Wireless-Kommunikation aufnimmt, dann kann man das ziemlich sicher in 20 Jahren brechen. Und jeder, der in eurem Sender- und Empfangsbereich ist, kann halt mithören, ohne dass ihr das merkt. Weil der hört es einfach. Wenn ihr mehrere Zuhörer, also Eavesdropper habt, mehrere Leute, die zuhören, ohne dass sie das sollten, dann könnt ihr triangulieren, dann wisst ihr, wo die also Zeiten messen und dann wisst ihr, wo dass der Sender steht und ja, dann ist die Position nicht mehr anonym. Dann könnt ihr auch Signale einfügen, also im Normalfall beim Empfänger addieren sich, also physikalisch addieren sich die beiden Signale und im Normalfall nimmt dann der Empfänger einfach das stärkste Signal, der muss eventuell noch seinen Gain zum Beispiel etwas anpassen, den gewinnen und ja, der lauteste ist dann der gewinnt und angeschaut wird. Viele Leute von euch denken vielleicht, dass dies jetzt das Hauptthema ist, also Protokoll Reverse Engineering, aber es ist es nicht. Ich erzähle es euch einfach nur kurz, damit ihr den Hintergrund habt. Im Normalfall seht ihr halt ein paar kabellose Übertragungen und ihr schaut euch die Bits an. Das ist halt meistens nicht so kompliziert, weil es gibt halt ein paar Modulationsschemas und ihr probiert die einfach aus und schaut, ob ihr da irgendwas Sinnvolles rauskommt. Also dieses Ding da, das könnte jetzt zum Beispiel ein Display sein an einer Bushaltestelle. Und was sie hier gemacht hat, ist, sie hat das mit einfachen DVB-T-Sticks dekodiert. Eine andere Sache ist Wormholing, es ist auch ein bisschen weiter auf einem höheren Level. Also wenn man zum Beispiel einen elektronischen Pass hat und dann einen Server dazwischen und ein Lesegerät, selbst wenn da Signale dazwischen sind, dann kann man die immer noch weiterleiten und man kann halt abhören zwischen Pass und Lesegerät. Aber das dauert ein paar Sekunden, Millisekunden und mit Lichtgeschwindigkeit, wie die Wellen übertragen werden, ist das Tausende von Kilometern. Also will man vielleicht die Zeit messen. Und jetzt wird die Idee, die Zeit zu messen, mehr physikalisches Layer. Aber es gibt da kryptografische Protokolle und wenn man zum Beispiel einzelne Aufgaben gibt, Bit-Aufgaben, ein Empfänger muss erst ein Stückchen was lesen, bevor das Bit wiedergeben kann. Was man auch machen kann bei WLAN, ist die Wellenform des Bits zu verändern. Man kann zum Beispiel auch nur einen kleinen Prozentanteil dieser Wellenzeit angucken, zum Beispiel nur die 20%. Und dann kann man sozusagen die Zeit verkürzen, wie man das Bit interpretiert und dann spoofen. Also kann man sozusagen vorhersagen, bevor man eigentlich vorhersagen sollte. Das kann ein sehr großes Problem sein, wenn man zum Beispiel einen Schlüssel für ein Auto hat und man kann irgendwie die Entfernung verkürzen, dann kann das ein Problem werden. Eine andere Sache, die ich euch zeigen wollte, war reaktives Jamming. Es gibt mehrere Teilnehmer
in einem Netzwerk und man versucht, bestimmte Sachen im Netzwerk zu blockieren. Zum Beispiel, wir wollen nur Alice blockieren. Wann immer man sieht, Alice es sendet was, dann versucht man in ihren Frame zu, in ihr Paket zu spammen. Wenn es dann viele Kollisionen gibt, dann wird es immer schlimmer, weil Alice denkt, es ist sehr voll im Netzwerk, also versucht sie die Zeitschlitze zu vergrößern, bis sie wieder versucht zu senden, und sie sendet immer seltener und immer seltener, weil alle ihre Übertragungsversuche scheitern, und die Angreifer müssen weniger spammen und haben mehr Durchsatzeigen selber. Und man kann dann quasi die ganze Software, die Hardware für $15 bekommen. Außerdem kann man sich da auch ein bisschen Security-Probleme einhandeln. Man kann mit dem Jam-Signal zum Beispiel rauswählen, kommt das von einem Schlüssel, dann kann man sagen, jeder, der diesen Schlüssel hat, kann das Übersprechen sozusagen abziehen vom Originalsignal und dann das normale Datensignal aus der Übertragung herauslesen, was von dem Jamming-Signal überlagert ist. Aber dafür gibt es einen Angriff. Das wurde benutzt, um Authentisierung zu implementieren, aber das wurde attackiert. Wenn man zwei gleiche Kanäle hat für den Jammer, dann kriegt man zweimal dasselbe Jamming-Signal, die gleiche Phase und die gleiche Amplitude in dem Signal. Und die Datensignale haben aber unterschiedliche Frequenzen, also unterschiedliche Kanäle. Es gibt also einen kleinen Phasenversatz, einen Phasenaufsatz, und wenn man jetzt die beiden empfangenen Signale der ablauschenden vergleicht, subtrahiert, dann eliminiert man das, aber das Datensignal, das addiert sich, und so kann man das angreifen. Eine andere ängstliche Sache ist, man kann durch Wände gucken mit Wi-Fi. Normalerweise würde man ein Radarsystem bauen, was bestimmte Positionen abscannt und dann die Reflexionen bekommt. Aber wenn man nur eine einzelne Antenne hat, zum Beispiel bei dem Radio Badge, dann kriegt man Reflexionen von Objekten, und Objekte besuchen sich. Es gibt zwar stabile Wände, aber es gibt also eigentlich bewegt sich nichts, aber Leute bewegen sich und die haben Reflexionen, und man kann das wie ein Radarsystem sich vorstellen, weil der symmetrische Channel in beide Direktionen, in beide Richtungen funktioniert. Und so kann man sogar Menschen kennenlernen oder gesterbasierte Kommunikation durch Wände realisieren. Also sitzt da gerade eine Person auf der Couch oder steht sie und hält die Hände auseinander. Es wird sogar noch schlimmer, weil man noch ängstlicher, mit mehr Antennen kann man sogar Lippenbewegungen durch Wände beobachten oder Lautsprecherbewegungen, weil das die Membrane vibriert. Und man kann sogar Telefone orten, weil der WLAN-Chip sehr, sehr in der Nähe ist. Und wenn man einen Anruf bekommt, dann vibriert der Wi-Fi-Chip, und diese Bewegung kann man realisieren. Sogar durch Wände kann man die detektieren. Weil das jetzt etwas scary sein könnte, geht es jetzt zum zweiten Teil des Vortrags. Wie könnt ihr jetzt Sicherheit aufbauen mit Funkwellen? Also ihr könnt Kryptographie haben, ein paar Bits schlussendlich in der Luft. Und was können wir jetzt genau machen? Also ein paar Sachen, die ihr wahrscheinlich kennt aus der Kryptographie, ist ein One-Time-Pad. Das heißt, ihr habt einen Key, einen Schlüssel, der gleich lang ist wie eure Mitteilung. Und der Schlüssel wird nur einmal verwendet.
Also Alice und Bob teilen sich einen Schlüssel, der 1 Terabyte lang ist, und bis jetzt können sie halt 1 Terabyte übertragen, und jedes Bit wird quasi mit XOR mit dem anderen verknüpft. Schaut mal auf Wikipedia, wenn ihr es nicht kennt. Und der Attack, egal wie viel Rechenleistung der Angreifer hat, er wird das nicht brechen können. Das ist theoretisch eine sichere Verschlüsselung. Wenn in Wireless gibt es etwas Ähnliches, das Wiener Wiretap Channel, da nehmt ihr an, dass jeder Kanal etwas anders ist. Das heißt, dass der Kanal zwischen Alice und Bob und Alice und dem Zuhörer etwas anders sein wird. Also Alice kriegt zum Beispiel 10% andere Informationen als Bob kriegen kann, und das könnt ihr zum Beispiel auswerten. Aber in der Praxis ist dann das Problem, dass der Eavesdropper halt nicht am gleichen Ort ist. Also wir wissen nicht, wo er ist, und daher ist es etwas schwierig, den eigenen Vorteil abzuschätzen gegenüber dem Zuhörer. Wenn wir jetzt mit der gleichen Sache die Schlüssel versuchen, irgendwie rauszuholen, zu extrahieren, dann, also man kann zum Beispiel aus einem Kanal einen symmetrischen Key, die Idee ist, man kann aus einem Kanal einen symmetrischen Key erstellen und aus den Eigenschaften des Kanals und damit dann die höheren Layer so verschlüsseln. Wenn man das zum Beispiel mit der Received Signal Strength, also empfangene Signalstärke, hat, dann ist das ein 8-Bit-Wert und kann auch je nach Distanz vorausgesagt werden. Also das ist eigentlich keine gute Wahl, aber es gibt viel bessere Metriken, die ihr verwenden könnt. Und um Vertrauen zu schaffen, könnt ihr andere versuchen, zum Beispiel Informationen versuchen zu verstecken im Wireless-Kanal. Also ihr habt zum Beispiel verschiedene Phasen und Amplituden, die die Bits repräsentieren. Mit dem Bild seht ihr jetzt auf der, mit 00 wird halt auf der gelben, mit der gelben Wolke repräsentiert. Und wenn ihr was anderes habt, dann, also so, wenn der Kanal halt nun anders aussieht, dann sieht auch diese gelbe Wolke zum Beispiel etwas anders aus. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel noch künstlich mehr Noise dazufügen, damit Bits quasi verstecken. Und das wird dann nicht weiter propagiert an die überen Layer. Und solange diese Fehler immer noch in einem kleinen Bereich sind, können sie nur mit Software-Defined Radios detektiert werden. Und Distance Bounding, also das habe ich euch schon erklärt mit dem Zeitreise-Szenario. Ihr könnt es, also ihr wisst ja nicht, ob jemand die Zeit das in einem Grund kurz verkürzen könnte, darum ist das immer ein bisschen eine Sache. Device Fingerprinting, jedes Gerät, also jedes Device, wenn es hergestellt wird, hat ein paar Unterschiede, und diese Unterschiede äußern sich dann auch im Übertragungsverhalten. Das ist, also theoretisch ist es ein Standard, aber ihr könnt jedes Gerät halt identifizieren und klassifizieren, und ihr wisst dann zum Beispiel, dieses Gerät ist von diesem Hersteller, dieses von einem anderen Hersteller. Und vielleicht könnt ihr halt einige Hersteller von eurem Netzwerk bannen, wenn ihr die nicht haben wollt. Ihr braucht halt eine sehr gute Messung für diesen Fingerabdruck des Gerätes, und sonst kann er halt sehr gut gefälscht werden. Darum braucht ihr auch eine entsprechend gute Messung. Und es gibt noch ein paar weitere Dinge, die ich nur kurz erwähnen werde. Ihr könnt zum Beispiel einen EMD-Shield machen für Herzschrittmacher oder andere implantierte Geräte, der euch dann quasi vor Attackern schützt, oder Integrität mit On-Off-Coding machen. Ihr könnt
von Oblivious Transfer Protocols benutzen und halt die Fingerabdruck des Standortes. Ja, wo starten wir jetzt am besten? Leute hier, die über so Dinge nachgedacht haben. Also es gibt das Chaoswelle Delta 23, das ist in der Nähe der Essensstände. Dann gibt es das Radio Assembly von dem Radio Batch. Und wenn ihr jetzt einfach zuhört, es ist auch relativ einfach, eine Amateurfunklizenz zu erhalten und ist zumindest in Deutschland nicht allzu teuer. Und dann könnt ihr als auf den Amateurfunkfrequenzen senden. Und wenn ihr halt etwas aufnehmen wollt, dann könnt ihr das auch aufnehmen und den Experten senden. Und vielleicht seid ihr ein Student und eure Universität hat halt Vorlesungen über solche Themen dann, oder sonst irgendwas. Und ja, wir haben eine Liste, welche Universität Software Defined Radio oder ja, allgemein Funkdinge anbietet. Ja. Gibt es Fragen? I see no one running to the microphone. Ich sehe niemanden zu den Mikrofonen rennen. Vielleicht habe ich einfach zu schnell gesprochen. The Internet has any questions? Hat das Internet Fragen? Jawohl, das Internet hat eine Frage. Das 802.11x irgendwas, hilft das? Nicht wirklich, weil man auf dem physikalischen Layer immer mithören kann. Die Frage ist, ob es Entschlüsselung gibt oder nicht. Wenn es Verschlüsselung gibt, dann hilft das natürlich gegen Mitschneiden, aber es hilft nicht gegen Aufnehmen der Bits. Und in 20 Jahren ist es vielleicht entschlüsselbar. Also man muss davon ausgehen, dass in 20 Jahren wird es geknackt sein und es ist nicht veröffentlicht. Wegen irgendwelchen legalen Gründen. Habt ihr mit USARP herumgespielt? Das ist ein ASDR. Ja, ein bisschen eigentlich. Nutzen wir eine andere Plattform, die sich Warp nennt, aber es ist mehr oder weniger das Gleiche. Ist es billiger? Nein, es kostet 7000 statt 700. Mikrofon 4, please. Mikrofon 4, bitte. Es interessiert mich, ob einige dieser Angriffe bereits implementiert wurden in Open Source Firmware oder Treibern in 802.11. Ja, also es gibt eine ein Implementierungsproblem, das Wi-Fi-Protokoll für OSIP und HackerRF funktioniert auf dem Radio Batch. Man kann es auf dem GitHub finden. Für die Angriffe. Alle Dinge, die ich gezeigt habe, haben zumindest Implementierungspaper. Also es gibt Quellen unten angezeigt, aber ich weiß nicht, welche davon Open Source sind. Manche sind es, aber ich weiß nicht, ob alle Open Source sind. Mikrofon 3, please. Mikrofon 3, bitte. Dankeschön. Also danke für den Vortrag. Wenn man einen Repeater hat im Netzwerk, wäre das einfach, dass man sich selber einfacher lokalisieren kann und so einen jemanden ausschließen, der mithören will. Warum sollte ich in der Lage sein? Also wenn das jetzt möglich wäre, zu berechnen, wo sie selber sind, dann sollte es möglich sein, ja, den Angreifer zu. Ja, aber der Abhörer ist ja passiv, der sendet ja nichts, der hört ja nur mit. Wie soll ich wissen, ob es einen Empfänger gibt? Okay, alles klar. Thanks for the talk. Danke für den Vortrag. Als Teil von Authentifizierungsprotokollen könnte man nicht Hardware benutzen, die zum Beispiel, wie sagt man, Directed Antennas benutzen und so. Ja, da gibt es den 69 GHz Standard zum Beispiel, der die ganz schmalen Antennen Strahlen haben.
aber man kriegt trotzdem Reflexion. Und wir haben wirklich Experimente gemacht. Wir haben Messungen gemacht. Also wenn man zum Beispiel eine Tasse zwischen eine Transmission stellt, dann biegt die Oberfläche der Tasse manche Wellen einfach herum und man kann einfach damit trotzdem mithören, abhören. Mal Fragen aus dem Internet. Sie haben etwas erzählt über einen Empfangerfingerabdruck. Können Sie ein Beispiel geben? Ich hatte Fingerabdruck gesagt. Also Sie fragen ein Beispiel, abgesehen von der MAC-Adresse. Die MAC-Adresse ist aber überhalb des physikalischen Levels. Also ein Fingerabdruck würde zum Beispiel sein, wenn man das Gerät anschaltet beim Senden, dann hat man zum Beispiel eine bestimmte Charakteristik, wie das Signal sich am Start des Geräts behält, wenn man es anschaltet. Das könnte charakteristisch sein. Ja, danke schön. Ich habe Voice Eavesdropping bereits ausprobiert. Haben Sie das ausprobiert? Ich habe es nicht getestet, aber es gibt ein YouTube-Video, also es wurde schon veröffentlicht, Mobicom, dieses Jahr, ich glaube September. Einfach nachschlagen, Vibrometry und Mobicom. Da gibt es das Video. Okay. Mikrofon 4. Es ist natürlich trivial, um eine einzelne omnidirektionale Quelle zu lokalisieren, aber gibt es auch bessere Dinge, die man machen kann, zum Beispiel herausfinden, ob ich eine direktionale Antenne habe oder so. Also du willst deine eigene Position verheimlichen? Ja. Ja, also das kann man machen, man kann ein anderes Signal herstellen und ich würde das aber eher ein Antennenkrieg sein. Also wenn ein Abhörer mehr Antennen als du hast, dann kann er dich immer noch abhören. Also das ist irgendwie nur so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist eine Frage der Kosten. Vielleicht hast du mehr Antennen, vielleicht hat der Eavesdropper mehr Antennen. Wer mehr Antennen hat, ist der sichere, also ist der Gewinner. Danke. Noch eine Frage beim Mikrofon 4. Sie haben etwas erwähnt über Wurmlöcher, Wormholes, also wenn man quasi eine Verbindung überbrückt, quasi mit einer anderen Art von Verbindung. Gibt es Systeme aus der realen Welt, welche diese Art von Attacke tatsächlich detektieren können? Oder ist es eigentlich quasi immer möglich, den elektronischen Pass oder Autoschlüssel zu fälschen mit diesem Weg? Also das Szenario, was ich gezeigt habe mit dem digitalen Passwort, das funktioniert. Das funktioniert auch für die Mensa-Karte in meiner Universität. Also da gibt es viele Dinge, die funktionieren. Da gibt es vielleicht auch Sachen, die Distance Bounding benutzen, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber Studenten in unserer Gruppe haben das gemacht und du kannst die Anwendung herunterladen auf dein Telefon und dann anfangen. So, jetzt. Hat das Internet noch Fragen? Keine mehr. Auch keine Fragen mehr im Raum. Wow. Fragen und Antworten beendet, bevor die Zeit vorbei war. In dem Fall danke vielmal und einen warmen Applaus an...